Okay. Dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Multivariate Verfahren. Und heute mit Einheit 3, Eigenanalyse. Eigenanalyse klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr komisch. Was soll das eigentlich sein? Wir werden gleich noch sehen, was sich genau dahinter verbirgt. Wir sind auf jeden Fall mit der Eigenanalyse noch tief in den Grundlagen. Das gehört also auch noch in den Bereich lineare Algebra. Und wir werden heute wieder vielen Matrizen begegnen, wie auch schon letzte Woche. Tut mir leid wegen des Lichts. Das scheint hier kaputt zu sein. Ich habe nur hier das anbekommen, das haben Sie gerade ausgemacht. Und dann gibt es noch irgendein anderes kleines Licht, was irgendwo läuft. Und probieren Sie so aus, dass das meiste Licht kommt. Aber das meiste Licht ist immer noch wenig. Zum Glück macht der Beamer ganz schön viel Licht. Ich hoffe, dass Sie so klarkommen. Wenn einer oder eine von Ihnen weiß, wo man da hinschreiben soll für kaputte Haustechnik, dann können Sie das ja gerne schon mal machen. Während der Vorlesung. Nein, nicht während der Vorlesung. Nach der Vorlesung. Gut, jetzt Schluss mit dem Gelaber. Also heute Eigenanalyse. Und ich hatte ja letzte Woche bereits angekündigt, dass wir heute zu Beginn zunächst nochmal spezielle Matrizen betrachten. Diesen Abschnitt habe ich also aus der letzten Einheit hierher verschoben und das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil viele Typen dieser speziellen Matrizen, die wir sehen werden, dann auch später heute immer wieder vorkommen werden, insbesondere die orthogonalen Matrizen. So, dann wollen wir uns mit Eigenanalyse als solcher beschäftigen und da kommen wir dann erstmal zur Definition von Eigenwerten und Eigenvektoren. Und basierend darauf schauen wir dann Orthonormalzerlegung und Singulärwertzerlegung an, was also zwei Arten sind, Matrizen zu faktorisieren und die es uns dann ermöglichen, bestimmte Aussagen über diese Matrizen zu formulieren. Das, was wir heute sehen werden, wird dann wichtig sein für spätere Themen, also beispielsweise die kanonische Korrelationsanalyse basiert sehr stark auf der Eigenanalyse und ein anderes Thema, wo es wichtig ist, ist Dimensionsreduktion, also Hauptkomponentenanalyse, Faktorenanalyse, solche Sachen. Wir werden aber schon nächste Woche sehen, dass es auch einen interessanten Zusammenhang zwischen Eigenanalyse und Wahrscheinlichkeitstheorie gibt, dergestalt, dass also, wenn man die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix einer multivariaten Normalverteilung ermittelt, dass sie dann einem die Richtung der größten Varianz in dem Datensatz oder in dem Zufallsvektor anzeigen. Das ist auch das Prinzip, was dann der Principal Component Analysis, PCA, zugrunde legt, die, glaube ich, in Einheit 9 oder 10 Dimensionsreduktion vorkommt. Gut. Dann beginnen wir also mit den speziellen Matrizen und das ist jetzt für Sie zum Teil nochmal so Wiederholung, das heißt wir frischen einige Begriffe aus der linearen Algebra auf, zum Beispiel Matrixmultiplikation, Inverse von Matrizen. Gut, dann fangen wir an und wir beginnen mit Nullmatrizen und Einsmatrizen. Wir bezeichnen Nullmatrizen mit 0nm, das ist also eine n mal m Matrix, die nur aus Nullen besteht. Und wir bezeichnen Nullvektoren als 0n. Das ist also ein n-dimensionaler Vektor, der nur Nullen enthält. Analog für 1-Matrizen und 1-Vektoren, das heißt 1nm ist die n mal m-Matrix mit ausschließlich 1 als Einträgen und 1n wäre der 1-Vektor, der nur Einsen enthält mit n-Dimensionen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll das? Das ist ja sehr trivial. Warum führen wir überhaupt Matrizen ein, die nur aus Nullen oder nur aus Einsen bestehen? Es ist einfach so, dass wir später immer wieder an eine Stelle kommen, wo wir bestimmte Formulierungen vornehmen wollen, die einfach sich handlicher ausdrücken lassen, wenn wir Nullmatrizen und Einsvektoren zum Beispiel haben, als wenn wir jetzt dann dazu sagen müssten, diese Matrix soll eine n mal m Matrix mit nur Einsen sein.
Das ist also relativ trivial hier noch und es gibt auch Zusammenhänge zwischen den Nullmatrizen und den Nullvektoren, 1-Matrizen und 1-Vektoren. Das heißt, wenn Sie jetzt den n-dimensionalen Nullvektor multiplizieren mit dem Transponierten des m-dimensionalen Nullvektor, dann erhalten Sie die n mal m-Nullmatrix. Und analog für 1-Matrizen und 1-Vektoren. Das können Sie sich ja zu Hause mal durchrechnen. Das wäre also, das folgt also aus den Regeln der Matrixmultiplikation gewissermaßen. Okay, dann kommen wir zu Einheitsmatrizen. Einheitsmatrizen haben wir letzte Woche schon gesehen und heute betrachten wir die nochmal im Zusammenhang mit Einheitsvektoren. Also die Einheitsmatrix oder besser gesagt die n-dimensionale Einheitsmatrix IN ist also diejenige Matrix, die nur aus Nullen und Diagonalelementen 1 besteht. Das wird hier so ausgedrückt, dass der Eintrag IJK 1 ist, wenn J gleich K ist. Also für die Einträge I11, I22, I33 und so weiter. Und dass IJK gleich 0 ist für Einträge, wo J ungleich K ist. Also alle Einträge, die nicht auf der Diagonalen liegen. Das haben wir bereits gesehen. Ich schreibe hier zur Klarstellung die dreidimensionale Einheitsmatrix nochmal an. Die sieht also so aus. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Und dann gibt es darüber hinaus Einheitsvektoren. Die werden dann nicht mit IN, sondern mit EI bezeichnet. Also man muss dann noch dazu sagen, dass das die n-dimensionalen Einheitsvektoren sind. Und EI soll derjenige Vektor sein, der nur aus Nullen besteht, außer an der i-ten Stelle eine 1 hat. Die dreidimensionalen Einheitsvektoren wären dementsprechend E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 und E3, 0, 0, 1. Also immer eine 1 an der Stelle, die durch das Subskript hier angegeben wird. Es gibt dann einen interessanten Zusammenhang zwischen Einheitsmatrizen und Einheitsvektoren, weshalb wir das hier auch nochmal behandeln, der Gestalt, dass also die Einheitsvektoren gewissermaßen gleichzeitig die Spalten als auch die transponierten Zeilen der Einheitsmatrix sind. Ja? Sie sehen also, dass zum Beispiel die dreidimensionale Einheitsmatrix I3, E1, E2, E3 als Spalten hat. Und das ist das, was hier dann in Gleichung 7 ausgedrückt ist. Man kann den Zusammenhang noch anders formulieren, indem man sagt, dass alle Elemente der Einheitsmatrix Skalarprodukte von Einheitsvektoren sind. Also die Elemente, die auf der Diagonale stehen, sind beispielsweise Skalarprodukte von Einheitsvektoren mit sich selbst. Ja, wenn ich jetzt E1 transponiert mal E1 rechne, dann halte ich 1 mal 1 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0 ist 1. Selbiges gilt für E2 und E3, nur dass die 1 dann da an der anderen Stelle steht. Und wenn ich jetzt in einem Nicht-Diagonal-Element bin, ich nehme mal jetzt hier Element 2, 3, dann wäre das beispielsweise E2 transponiert E3 und das ist 0, 1, 0 mal als Zeilenvektor mal 0, 0, 1 und da kommt raus 0 mal 0 plus 1 mal 0 plus 0 mal 1 und das ist 0. Sie sehen also, dadurch, dass die Einheitsvektoren sich mit der 1 nie überlappen, kommt es also dazu, dass wenn man Skalarprodukte von paarweise verschiedenen Einheitsvektoren bildet, dass dann überall die 0 rauskommt. Und das ist das, was hier in Gleichung 8 und im ersten Teil von 9 ausgedrückt ist. Man kann Einheitsvektoren auch dazu benutzen, um bestimmte Elemente eines Vektors herauszugreifen. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise einen dreidimensionalen Vektor haben, V1, V2, V3 und wir multiplizieren den von links mit E2 transponiert, dann kriegen wir das Skalarprodukt, dann kriegen wir das Matrixprodukt 0 mal V1 plus 1 mal V2 plus 0 mal V3 und das ist natürlich V2. Das Ganze funktioniert auch, wenn wir V transponieren und dann rechtsseitig mit dem Einheitsvektor E2 multiplizieren. So.
Das sind also nur, Sie sehen, das ist jetzt so ein bisschen ein Spiel mit Symbolen. Ja? Wir führen Notation ein, Sie sollen Sprache lernen, weil diese Sprache immer wieder vorkommt in den folgenden Vorlesungseinheiten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Typ spezieller Matrizen und das sind die Diagonalmatrizen. Eine Matrix D, die nicht notwendigerweise quadratisch sein muss, also Sie sehen, die Dimensionalität ist hier n mal m, wird Diagonalmatrix genannt, wenn die Einträge d, i, j gleich 0 sind für alle i ungleich j. Das heißt, eine Diagonalmatrix hat alle Einträge abseits der Hauptdiagonale 0. Über die Einträge auf der Hauptdiagonalen ist damit zunächst mal noch nichts gesagt. Ja, die können 0 sein, können aber auch was anderes sein. In dem Sinne wäre beispielsweise auch die Nullmatrix eine spezielle Form der Diagonalmatrix, nämlich eine Diagonalmatrix mit allen Diagonaleinträgen 0. Gut, dann kommen wir zu quadratischen Diagonalmatrizen. Also eine Diagonalmatrix der Größe n mal n ist eine quadratische. Und die kann so geschrieben werden, dass man sagt, D ist gleich Diag und dann gibt man in Klammern die Diagonalelemente an, D1 bis Dn. Das ist ausreichend als Bestimmung dieser Matrix, weil die Diagonalmatrix durch ihre Diagonaleinträge vollständig bestimmt ist. Gut, warum beschäftigt man sich mit Diagonalmatrizen? Diagonalmatrizen haben viele gute Eigenschaften. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man eine Matrix A von links mit einer Diagonalmatrix multipliziert, dass dann die Zeilen von A mit den korrespondierenden Diagonalelementen multipliziert werden. Andersrum gilt, wenn man eine Matrix A von rechts mit einer Diagonalmatrix multipliziert, dann werden die Spalten von A im Ergebnis mit den korrespondierenden Einträgen der Diagonalmatrix modifiziert. Das bitte merken, das brauchen wir nämlich später nochmal. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Diagonalmatrizen ist die Determinante. Also für eine Diagonalmatrix D ist die Determinante gegeben als Produkt aller Diagonalelemente, also das Produkt über alle DI. Das ergibt sich daraus, dass eine Diagonalmatrix eine spezielle Form einer Dreiecksmatrix ist, mit allen Einträgen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Diagonale 0. Und wir wissen, dass für Dreiecksmatrizen die Determinante gleich dem Produkt aller Diagonalelemente entspricht. Gut. Dann gibt es symmetrische Matrizen. Eine Matrix S der Größe n mal n wird symmetrisch genannt, wenn gilt, dass ihr Transponiertes gleich ihr selbst entspricht. Das heißt, eine symmetrische Matrix ändert sich unter Transposition nicht. Sie sehen, das erfordert, dass eine symmetrische Matrix quadratisch ist. Symmetrische Matrizen sind also spezielle quadratische Matrizen. Und symmetrische Matrizen haben auch viele gute Eigenschaften. Zum Beispiel ist es so, dass wenn zwei Matrizen symmetrisch sind, das heißt, ihr Transponiertes gleich ihnen selbst entspricht, dass dann auch die Summe dieser Matrizen symmetrisch ist. Das folgt aus dem elementweisen Charakter der Matrixaddition, den wir letzte Woche besprochen haben. Und dann gilt darüber hinaus, dass die Inverse einer symmetrischen Matrix, sofern sie existiert, ebenfalls symmetrisch ist. Das heißt, für eine Matrix S, die symmetrisch ist, wenn S invers existiert, dann ist S invers transponiert ebenfalls S invers. Dann kommen wir zu einem etwas komplizierteren Thema und das sind die positiv definierten und positiv semidefinierten Matrizen. Die sind so definiert. Also eine Matrix, die wird hier C genannt, der Größe n mal n, heißt positiv definiert, wenn diese Matrix symmetrisch ist, erstens. Und zweitens, wenn gilt, dass alle Produkte dieser Form hier in Gleichung 14 positiv sind. So, was steht hier? Hier steht x transponiert mal c mal x, wobei x ein n-dimensionaler Vektor ist. Alle
Produkte dieser Art, also x transponiert c mal x für einen beliebigen n-dimensionalen Vektor x, müssen positiv sein, wobei der Nullvektor ausgeschlossen ist, damit diese Matrix positiv definit genannt wird. Bevor ich das nochmal näher erläutere, zunächst zum Begriff der Positiv-Semidefinitheit. Positiv-Semidefinitheit ist ganz ähnlich. Eine Matrix wird positiv-semidefinit genannt, wenn sie symmetrisch ist. Und dieses Produkt x transponiert cx größer gleich 0 ist. Das heißt, hier für positiv definite Matrizen ist gefordert, dass das Ergebnis immer strikt positiv ist. Bei positiv semidefiniten Matrizen ist gefordert, dass es zumindest nicht negativ ist. Okay? Und ja, positiv definite und semidefinite, da ist eine Frage. Hier, ja? Ja, das stimmt. Vielen Dank. Ja, da haben wir wahrscheinlich einfach kopiert und dann was übersehen. Also wir schreiben in Kurzform PD für positiv definit und PSD Punkt für positiv semidefinit. Genau. Positiv definite und positiv semidefinite Matrizen sind deshalb für uns wichtig, weil die beispielsweise die Kovarianzmatrix, Matrizen von multivariaten Normalverteilungen, die wir nächste Woche sehen werden, immer positiv definite Matrizen sind. Es gilt auch für Zufallsvektoren allgemein, dass deren Kovarianzmatrizen positiv semidefinite Matrizen sein müssen. Und positiv definite Matrizen haben auch wieder viele gute Eigenschaften. Beispielsweise ist für eine positiv definierte Matrix garantiert, dass das Inverse existiert und dass es selbst ebenfalls positiv definit ist. Das erlaubt es uns beispielsweise, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung zu berechnen. Ja, da kommt das Inverse der Kovarianzmatrix vor und die Tatsache, dass die Kovarianzmatrix positiv definiert ist, garantiert uns, dass dieses Inverse existiert. Und wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auswerten können. So, jetzt zu diesem Produkt nochmal. Da steht also x transformiert mal c mal x. So, wir haben c n mal n und wir haben x als n-dimensionalen Vektor, das heißt, da steht n mal 1 und x transformiert ist dann natürlich 1 mal n. Welche Größe wird das Ergebnis dieses Matrixprodukts haben? Also welche Dimensionalität hat das, was da rauskommt? Ja, bitte. Ja, das hier soll eine 1 sein. Also da kommt heraus 1 Matrix. Ja. Das heißt, was da rauskommt, ist eine Zahl, eine reelle Zahl oder eine 1 mal 1 Matrix, wenn Sie so wollen. Also die inneren Dimensionen stimmen hier überein. Das ist n, n mal n und hier nochmal n mal n und erhalten bleiben dann die äußeren Dimensionen 1 mal 1. So, und für positiv definierte Matrizen ist eben gefordert, dass diese Zahl immer größer 0 sein muss und für positiv semidefinierte Matrizen, dass sie größer gleich 0 sein muss. Das klingt auf den ersten Blick wirkt das sehr kompliziert. Versuchen Sie sich einfach vorzustellen, dass wir mit Positiv-Definitheit einen Begriff für die Positivheit von Matrizen einführen wollen. Ja? Also Sie wissen ja, wann eine reelle Zahl positiv ist, nämlich wenn sie größer 0 ist. Und man kann das auch so ausdrücken, eine reelle Zahl ist größer 0, wenn dieses Produkt hier Lambda x Quadrat größer 0 ist. Ja, das ist idealerweise so, weil x Quadrat auch immer positiv ist oder 0 ist. Wenn wir hier x ungleich 0 festlegen, dann ist das natürlich ausgeschlossen. Und hier versuchen wir was Ähnliches. Ja? Wir wollen sagen, die Matrix C sei positiv definit, wenn also so eine quadratische Form
muss man dann natürlich bei Matrizen anders schreiben, größer 0 ist. Hier kommt auch ein quadriertes x vor. Ja? Und Matrizen haben ja viele Einträge, also zumindest wenn es Matrizen mit mehr als einem Eintrag sind. Und deshalb ist es dann nicht so leicht, den Begriff der Positivheit zu fassen. Und der Begriff der positiv definierten Matrix ist ein Versuch, halt so einen Begriff der Positivheit für Matrizen einzuführen. Und das korrespondiert übrigens auch damit ganz gut, dass ja für eine Normalverteilung der Varianzparameter Sigma Quadrat immer größer 0 sein muss. Und die dazu äquivalente Forderung im Multivariatenbereich ist eben, dass die Kovarianzmatrix positiv definiert ist. Gut. Dann kommen wir noch zum letzten Typ spezieller Matrizen, die wir hier besprechen wollen, und das sind orthogonale Matrizen. Eine Matrix Q der Größe n mal n wird orthogonale Matrix genannt, wenn gilt, dass Q transponiert mal Q der Einheitsmatrix entspricht. Ja, das ist eine sehr spezielle Forderung, also das ist für die wenigsten Matrizen der Fall, wenn man so will. Wir wissen, dass Q mal Q-invers notwendigerweise die Einheitsmatrix ist, wenn Q-invers existiert. Aber für orthogonale Matrizen ist die Forderung eben spezifischer, nämlich dass, wenn man sie mit ihrem Transponierten multipliziert, die Einheitsmatrix herauskommen soll. Sie sehen hier anhand der Dimensionalität, dass orthogonale Matrizen auch spezielle quadratische Matrizen sind. Und es folgt auch aus der Definition, dass die Spalten einer orthogonalen Matrix paarweise orthogonal sein müssen. Das kann man leicht nachvollziehen, indem man sich Folgendes überlegt. Wir sagen, wir legen also fest, dass Q eine n mal n Matrix mit den Spalten Q1 bis Qn sein soll. Das sind alles n-dimensionale Vektoren. Ja. Und jetzt wollen wir berechnen, Q transponiert Q. So, dann ist es so, dass Q transponiert, ist die transponierte Form dieser Matrix hier, besteht also aus den transponierten Spalten von Q. Q1 transponiert bis Qn transponiert als Zeilen. So, das multiplizieren wir jetzt mit Q. Q steht hier, besteht aus den Spalten Q1 bis Qn. So, jetzt haben wir hier eine n mal n Matrix und eine n mal n Matrix. Das heißt, das Ergebnis ist eine n mal n Matrix. Und die Einträge dieser Ergebnismatrix ergeben sich, wie wir letzte Woche gesehen haben, als Skalarprodukte der Zeilen von Q transponiert und der Spalten von Q. Das heißt, hier steht dann beispielsweise Q1 transponiert Q1, ja, erste Zeile, erste Spalte. Das geht weiter bis Q1 transponiert Qn, erste Zeile, letzte Spalte. Dann schreiben wir jetzt hier Punkte hin. Sie wissen, die Punkte stehen immer für die Fortsetzung, für alle Zahlen zwischen 1 und n. Hier würde dann stehen Qn transponiert Q1. Und der Eintrag nn wäre entsprechend qn transponiert qn, ja? Wobei qi, also die Spalten der orthogonalen Matrix sein sollen. So, diese Matrix, q transponiert q, soll jetzt der Definition gemäß mit der Einheitsmatrix identisch sein. Die Einheitsmatrix ist aber, wie wir wissen, eine Matrix, die auf den Diagonalen 1 enthält und sonst überall 0. Daraus folgt, dass alle Skalarprodukte, die hier nicht auf der Diagonale stehen, also von paarweise verschiedenen Spalten, beispielsweise Q2 mit Q3, Q7 mit Q11, aber nicht Q2 mit Q2, denn das wäre ein Diagonaleintrag, dass die alle 0 sein müssen. So. Und wenn ein Skalarprodukt 0 ist, bedeutet das, wie wir schon aus der Schule wissen, dass zwei Vektoren orthogonal zueinander sind. Das heißt, die stehen im rechten Winkel zueinander. Und jetzt gibt es ein paar interessante Eigenschaften orthogonaler Matrizen. Orthogonale Matrizen haben auch wieder viele gute Eigenschaften. Und davon sind hier einige gelistet. Beispielsweise ist
die Inverse von Q, Q transponiert. Was ja schon mal sehr erstaunlich ist. Weil Transposition vertauscht Spalten und Zeilen und Inverses ist irgendwie eine Division oder das Umgedrehte, das Reziproke von dieser Matrix. Das ist also sehr erstaunlich, dass hier das Inverse dem Transponierten sein soll, aber für orthogonale Matrizen ist das tatsächlich der Fall, wie wir gleich sehen werden. Dann gilt hier die Transpositionseigenschaft, das heißt, wenn wir Q mit Q transponiert multiplizieren, kommt auch die Einheitsmatrix raus. Merken Sie bitte, dass das hier andersherum ist als in der Definition. Die Definition legt fest, dass Q transponiert Q IN ist und hier steht jetzt, dass Q mal Q transponiert ist, ein anderes Matrixprodukt, ebenfalls die Einheitsmatrix ist. Also viele wünschenswerte Eigenschaften. Und dann gibt es noch eine Aussage über die Determinante orthogonaler Matrizen und die lautet, dass die Determinante entweder plus 1 oder minus 1 ist. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt kurz mal an. Also, gemäß der Definition orthogonaler Matrizen gilt, dass Q transponiert mal Q gleich Einheitsmatrix ist. Jetzt multiplizieren wir mal von der rechten Seite mit Q invers. Dann steht hier Q transponiert mal Q invers ist gleich Einheitsmatrix mal Q invers. So, Einheitsmatrix, neutrales Element der Matrixmultiplikation, verschwindet aus dem Produkt. Das heißt, auf der rechten Seite bleibt Q invers stehen. Auf der linken Seite haben wir hier rechts Q mal Q invers. Q mal Q invers ist auch Einheitsmatrix, gemäß der Definition inverser Matrizen. Einheitsmatrix verschwindet aus dem Produkt, das heißt, hier steht Q transponiert. Das war Nummer 1. Dann kommen wir zu Nummer 2. Q, wir wollen Q mal Q transponiert. So, Q transponiert haben wir gerade bestimmt als Q invers. Das heißt, wir können einsetzen Q mal Q invers und Q mal Q invers ist definitionsgemäß die Einheitsmatrix der Größe der Matrizen und da das n mal n Matrizen sind, kommt hier also in raus. Das ist Nummer 2 und dann schauen wir uns noch Nummer 3 an, das ist die Determinante von orthogonalen Matrizen. Dafür berechnen wir zunächst mal die Determinante von Q quadriert. Wir werden gleich sehen, warum das hilfreich ist. Determinante von Q quadriert ist natürlich Determinante von Q mal Determinante von Q und Determinante von Q ist auch gleich Determinante von Q transponiert. Ja, also wir hatten gesehen, dass für quadratische Matrizen die Determinante ist ja ohnehin nur für quadratische Matrizen definiert, dass für quadratische Matrizen also die Determinante der Matrix und ihres Transponierten gleich sind. Das heißt, hier steht Q, Q transponiert. Dann wenden wir den Determinanten-Multiplikationssatz an, den wir letzte Woche auch im Seminar gesehen haben. Der besagt also, dass man Produkte von Determinanten zu der Determinante eines Produkts zusammenfassen kann. Dann steht hier Q mal Q transponiert. So, jetzt haben wir aber gerade gezeigt in 2, dass Q mal Q transponiert auch Einheitsmatrix ist. Und das Ganze ist also die Determinante der Einheitsmatrix. Und die Determinante der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist, hat jemand gerade Q gesagt? Bitte? 1, richtig. Determinante der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist 1, Spur der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist n. So, jetzt steht hier also, Determinante von Q Quadrat ist 1. Daraus folgt, dass die Determinante von Q entweder plus 1 oder minus 1 sein muss, anders kann diese Gleichung nicht erfüllt sein. Okay, gibt es Fragen bisher? Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung.
Und das sind Eigenwerte und Eigenvektoren. Und die definieren wir zunächst mal. Das heißt, was verstehen wir unter Eigenwerten und Eigenvektoren? A sei eine quadratische Matrix der Größe n mal n. Dann wird jeder n-dimensionale Vektor v ein Eigenvektor von A genannt, wenn es eine passende reelle Zahl Lambda gibt, sodass diese Gleichung hier erfüllt ist. A mal V ist gleich Lambda mal V. Das ist die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung. V heißt dann Eigenvektor von A und Lambda ist der zu V zugehörige Eigenwert von A. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, wollen wir uns mal kurz diese Gleichung hier genauer anschauen. Hier auf der rechten Seite steht Lambda mal V. V ist ein Vektor und wird hier mit einer Zahl multipliziert. So. Was passiert, wenn ein Vektor mit einer Zahl multipliziert wird? Die Richtung des Vektors ändert sich nicht. Ja? Der Vektor wird verlängert, also er wird gewissermaßen gestreckt oder gestaucht. Eventuell verändert er seine Richtung ins Negative. Aber die Achse, auf die der Vektor zeigt, verändert sich nicht. So, jetzt steht hier, dass das auf der linken Seite auch mit a mal v identisch sein soll. Das heißt, man kann das so übersetzen, dass Multiplikation eines Eigenvektors mit der Matrix von links seine Richtung nicht verändert, sondern ihn nur entsprechend dem Faktor Lambda verlängert oder verkürzt. Ja, aus diesem Grund werden das auch Eigenvektor und Eigenwert genannt. Das heißt, man hat irgendwie den Eindruck, als wäre da das Eigentümliche der Struktur dieser Matrix wiedergegeben worden. Weil eben, wenn man den Vektor mit der Matrix multipliziert, sich seine Richtung nicht ändert, sondern er nur verlängert oder verkürzt wird. Jeder Vektor, der diese Gleichung erfüllt, mit einem passenden Lambda, heißt Eigenvektor und die Eigenwerte zu zwei voneinander verschiedenen Eigenvektoren können identisch sein. Ja, also eine Matrix hat eine bestimmte Zahl Eigenvektoren oder auch nicht. Und wenn sie Eigenvektoren hat, dann können diese Eigenvektoren gleiche Eigenwerte haben. Können aber auch verschiedene Eigenwerte haben. Gut. Wir werden das gleich anhand einer Abbildung sehen, aber zuvor müssen wir noch eine Einschränkung vornehmen, die sich hier aus diesem Theorem ergibt, und zwar der Multiplikativität von Eigenvektoren. Das heißt also, wenn A eine quadratische Matrix ist und V ein zu A zugehöriger Eigenvektor mit dem Eigenwert Lambda, dann ist für jede reelle Zahl C, also für jeden Faktor C, 2, 3, 5, minus 325, auch C mal V ein Eigenvektor von A zusammen mit demselben Eigenwert. Gibt es Fragen oder? Haben Sie Fragen? Ich? Na, oder Sie haben gerade sich unterhalten? Achso, nicht? Okay. Das kann man sehr leicht beweisen, indem man auf die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung bezieht. Das heißt, wenn a mal v gleich lambda mal v ist, dann können wir das ja mit c multiplizieren. Dann steht hier c mal a mal v gleich c mal lambda v. Dann können wir das hier ein bisschen anders klammern. Dann steht hier a mal in Klammern cv ist gleich lambda mal in Klammern cv. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier einen neuen Vektor c mal v, der ebenfalls die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung erfüllt. So, das ist natürlich ein Problem, weil es bedeutet, dass wenn wir mal einen Eigenvektor zu einer Matrix gefunden haben, dass es dann unendlich viele weitere Eigenvektoren gibt, die wir erhalten, indem wir mit einer reellen Zahl multiplizieren. Um das auszuschließen, treffen wir eine Verabredung, und zwar die Verabredung, dass wir im Folgenden nur Eigenvektoren der Länge 1 als Eigenvektoren der Matrix zulassen wollen. Das heißt, die Länge dieses Vektors muss 1 sein und dann nennen wir das den Eigenvektor, den kanonischen Eigenvektor, wenn Sie so wollen. Wie berechnet man die Länge eines Vektors?
Zum Beispiel, was wäre die Länge des Vektors? Drei, vier? Bitte? Hat jemand was gesagt? Fünf, richtig. Wie kommen Sie darauf? Intuition. Intuition. Wenn wir über diese mathematische Intuition nicht verfügen, wie kommen wir dann auf das Ergebnis? Das ist ja verarscht. Also Ihnen ist das jetzt zugeflogen, gewissermaßen. Ja? Sie können es nicht erklären, oder? Nein. Man quadriert mit 3. Ja? Dann quadriert man Quadrat von der 4. Dann sieht man ein Quadrat und so. Richtig. So. Die, ist eigentlich nicht lustig, ne? Die visuelle Intuition dahinter ist folgende. Stellen wir uns vor, wir haben hier ein Koordinatensystem. X1, X2 und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Wäre das hier also der Vektor 3, 4. Ja? Und dann können wir hier ein Dreieck einzeichnen, ein rechtwinkliges Dreieck. Vielleicht haben Sie schon mal was von dem Satz des Pythagoras gehört. Mit dem kann man dann hier die Hypotenuse berechnen und daraus ergibt sich dann, dass es die Wurzel der Summe der quadrierten Einträge ist. Durch wiederholte Anwendung des Satzes des Pythagoras kann man übrigens auch zeigen, dass es in höheren Dimensionen gilt. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt hier einen Vektor, einen beliebigen Vektor V1 bis Vn habe, dann entspricht dessen Länge der Wurzel aus V1 Quadrat plus und so weiter bis Vn Quadrat. So. Gut, Vektor der Länge 1. So, jetzt kommen wir zu dem Beispiel. Wir haben hier also gegeben die Matrix A 2, 1, 1, 2. Das ist eine symmetrische Matrix. Merken Sie sich das bitte. Das wird gleich oder nachher noch von Bedeutung werden. Und hier unten ist einmal abgebildet der Vektor V. Das ist der Vektor 1, 1 multipliziert mit 1 durch Wurzel 2. 1 durch Wurzel 2 ist so 0,7 rum. Das heißt, dieser Vektor geht hier bis 0,7, 0,7. So. Dieser Vektor ist ein Eigenvektor dieser Matrix zum Eigenwert 3, weil wenn wir A mit V multiplizieren, ist das das Ergebnis. Also ist das Ergebnis davon dreimal dieser Vektor. Das heißt, es ist äquivalent dazu, dass wir den Vektor mit 3 multiplizieren. Oder um das Dreifache verlängern. Also nicht um das Dreifache verlängern, sondern auf das Dreifache verlängern. So. Dann haben wir hier noch den Vektor W, 1, 0, ist hier eingezeichnet. Und das ist kein Eigenvektor dieser Matrix, weil, wie wir hier sehen, das Produkt A mal W, also die Matrix mal der Vektor W, in eine andere Richtung zeigt. Mit anderen Worten, es gibt keine reelle Zahl Lambda, sodass diese Gleichung erfüllt wäre. AW gleich Lambda W, weil Lambda immer nur den Vektor W, zum Beispiel hier in diese Richtung, verlängern würde und niemals die Richtung des Vektors ändern würde. Gut. So, jetzt zur Frage, wie bestimmen wir denn eigentlich Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix? Das ist Gegenstand dieses Theorems. Und dafür sei A also zunächst wieder eine quadratische Matrix, eine Größe n mal n. Dann ergeben sich die Eigenwerte von A als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Das charakteristische Polynom wird hier chi A von Lambda genannt. Also könnte jetzt auch f von Lambda stehen. Ja? Das ist eine Funktion von Lambda. Und das ist definiert als die Determinante der Matrix A minus Lambda mal In, also Lambda mal n-dimensionale Einheitsmatrix. Das ist das charakteristische Polynom und die Nullstellen dieser Funktion sind die Eigenwerte von A. So. Jetzt stellen wir uns vor, wir hätten die Eigenwerte bestimmt, Lambda I Stern sollen die heißen, und dann sind die zu diesen Eigenwerten gehörenden Eigenvektoren diejenigen Vektoren, die durch Lösen dieser Gleichungssysteme hier entstehen. A minus Lambda I Stern mal I n in Klammern mal VI. V
Vi wäre also der zu Lambda I Stern gehörige ein Vektor, ist gleich Nullvektor, n-dimensionaler Nullvektor. So würden die Eigenvektoren bestimmt werden. Wir werden das auch gleich anhand eines Beispiels machen. Für kleinere Matrizen, so bis Größe 3x3, kann man Eigenwerte und Eigenvektoren manuell bestimmen, also das heißt auf Papier berechnen, wenn Sie so wollen. Für größere Matrizen werden für die Eigenanalyse im Allgemeinen numerisch durchgeführt. Das heißt, es gibt bestimmte effiziente Algorithmen, die eine rasche Berechnung der Eigenwerte und Eigenvektoren erlauben. Und diese Algorithmen sind zum Beispiel in der R-Funktion eigen implementiert und auch in Python und MATLAB. So, ich werde heute auch wieder einige Beweise ans Ende der Vorlesung verschieben. Diesmal aber nicht, weil wir dafür nicht genug Zeit hätten. Also wir werden schon wahrscheinlich rechtzeitig durchkommen, sondern deshalb, weil ich finde, dass die Beweise ja immer sehr abstrakt sind und hier ein Beispiel eben das Ganze besser anzeigt. Und deshalb werde ich auf diesen Beweis später zu sprechen kommen, wenn wir mit dem Stoff durch sind. Und jetzt schauen wir uns lieber mal das Beispiel an. Und das ist wieder diese Matrix A2112, von der wir bereits einen Eigenvektor aus der Abbildung kennen. Wir wollen jetzt für diese Matrix alle Eigenwerte und die dazugehörigen Eigenvektoren bestimmen. So, wir beginnen mit den Eigenwerten entsprechend dessen, was im Theorem ausgesagt ist. Und dafür müssen wir zunächst einmal das charakteristische Polynom bestimmen. Das charakteristische Polynom ist Chi A von Lambda und war definiert als A minus Lambda mal In. Wir sind hier im Bereich N gleich 2, also zweidimensional. Das heißt, hier steht die zweidimensionale Einheitsmatrix. Ja? Dann schreibe ich mal hin, was das ist. A ist 2, 1, 1, 2. Lambda ist eine Variable und die Einheitsmatrix ist 1, 0, 0, 1. So. Das wäre also die Determinante der folgenden Matrix. Skalarmultiplikation von Lambda mit Einheitsmatrix, dann Matrix-Subtraktion. Dann kommt heraus 2 minus Lambda, 1, 1, 2 minus Lambda. Das ist also auch eine symmetrische Matrix. Wie berechnet man die Determinante einer 2x2-Matrix? Ja? Richtig. Produkt der Diagonalelemente minus Produkt der Nicht-Diagonalelemente. Wir haben hier 2 minus Lambda mal 2 minus Lambda minus 1 mal 1. Ergebnis ist also 2 minus Lambda Quadrat minus 1. So, das können wir dann gleich mal ausmultiplizieren. Das ist eine zweite binomische Formel. Da kommt raus, ich fange mal hinten an, Lambda Quadrat, dann haben wir minus 2ab, wären also minus 4 Lambda. Und dann haben wir noch plus a Quadrat, das wäre 2 zum Quadrat ist 4, minus 1 ist 3, das heißt, es steht plus 3. So. Das ist das charakteristische Polynom der Matrix 2, 1, 1, 2. Das sollen wir jetzt 0 setzen. 0 ist gleich Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 3. Wie löst man eine quadratische Gleichung der Form 0 ist gleich x Quadrat plus px plus q? Eine Idee? Quadratische Gleichung? In der Schule gelöst? Nicht? Ja, bitte. Das steht ja auf der Folie schon da, also mit der PQ-Formel, aber ich kann jetzt nicht mehr auswendig. Mit der PQ-Formel, genau. Was sind denn P und Q? P wäre jetzt minus 4, Q wäre 3. Richtig. P ist hier minus 4, also der Faktor vor dem Lambda. Und Q wäre plus 3, also der letzte Summand der Gleichung. So. Wer möchte denn die PQ-Formel mal ansagen? Also
Also eine quadratische Gleichung hat im Idealfall zwei Lösungen. Die nenne ich jetzt hier mal Lambda 1, 2. Und die wären gegeben als... Nichts? Niemand? Schon zu lange her, vermutlich. Oder Sie waren krank an dem Tag, beziehungsweise an den Tagen. Gut. Also, die Lösung, Lambda 1, 2, werden gegeben als minus p halbe plus minus, und dann kommt eine Wurzel p halbe zum Quadrat minus q. Anyone? Ja? Kommt langsam wieder, gut. So, dann setzen wir das ein. Minus 4 geteilt durch 2 ist 2. Plus minus steht hier dafür, dass wir zwei Lösungen haben. Ja, also wir erhalten zwei Lösungen, wenn das, was unter der Wurzel steht, positiv ist. Wir erhalten eine Lösung, wenn das, was unter der Wurzel steht, 0 ist. Wir erhalten keine Lösung, wenn das, was unter der Wurzel steht, negativ ist. Schauen wir mal. Hier steht jetzt Wurzel von p halbe, das ist minus 2 zum Quadrat. Minus 2 zum Quadrat ist 4. Minus q, also minus 3. 4 minus 3, das ist 1. Wenn ich diese Wurzel hier ein bisschen verkürzen, Wurzel aus 1. Gut, Wurzel aus 1 ist 1, das heißt, Lambda 1 wäre also in dem Fall 3, wir wenden das Plus an, und Lambda 2 wäre 1. Das sind die Eigenwerte der Matrix A. Gut, dann kommen wir zu den Eigenvektoren. Für die Eigenvektoren müssen wir Gleichungssysteme lösen. Ich schreibe jetzt die Lösung mal nochmal. Fangen wir mal mit Lambda 1 gleich 3 an. Dafür hätte das zu lösende Gleichungssystem die folgende Form. A minus Lambda 1, also 3, mal zweidimensionale Einheitsmatrix, mal gesuchter Eigenvektor. V ist gleich 0n. Und wir sind hier in zwei Dimensionen, das heißt, es wäre 0, 2. Dieses Gleichungssystem lautet dann wie folgt. Wir berechnen mal A minus 3 mal Einheitsmatrix. Das ist so ähnlich wie hier oben. Ja. 2 minus 3 ist minus 1. Dann die Diagonaleinträge bleiben bestehen. Und 2 minus 3 ist wieder minus 1. Und das ist das hier. Und V hat natürlich die beiden Einträge V1 und V2. Die Eigenvektoren werden hier auf der Folie V1 und V2 genannt. Ja? Ich nenne die jetzt hier an der Tafel mal V und W. Der Grund dafür ist, dass wir hier so doppelte Subskripte haben. V1, 1 finde ich ein bisschen schwierig, weil dann weiß man nie, ob da steht V1, 1 oder V11 oder V1, 2 oder V12. Gut, deshalb nenne ich die V und W, die Eigenvektoren. Und das soll also 0, 0 sein. Daraus ergibt sich folgendes Gleichungssystem. Wir multiplizieren jetzt hier das Matrixprodukt aus. Ja. Erste Spalte mal dieser Vektor, erste Zeile mal dieser Vektor, zweite Zeile mal dieser Vektor. Dann kommt daraus minus V1 plus V2 ist gleich 0, das war die erste Zeile. Und V1 minus V2 ist gleich 0. So, wir sehen, diese Gleichungen sind dann erfüllt, wenn V1 und V2 gleich sind. Ja, also zum Beispiel 4 minus 4 wäre 0, 10 minus 10 wäre 0. Wir nehmen jetzt mal 1 und 1. Das heißt, 1 und 1 wäre hier ein Eigenvektor. Welche Länge hat dieser Vektor, der Vektor 1, 1? Gemäß dem, was wir über die Länge von Vektoren gerade gelernt haben. Ja, trauen Sie sich ruhig. Bitte? 1. Der hat die Länge 1. Achso. Wie kommen Sie darauf? Nee, ja, ich habe vergessen. Okay, jemand anders? Bitte? Wurzel 2. Wurzel 2, richtig. So, der hat die Länge Wurzel 2. Das heißt, das ist nicht ein Eigenvektor im Sinne unserer Konvention. Ja, die falsche Länge. Ja? Und
wir machen daraus jetzt einen Eigenvektor, indem wir dann noch mit 1 durch Wurzel 2 multiplizieren. Das heißt, die beiden Einträge dieses Vektors wären 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2. Und das ist, wie gesagt, irgendwas um 0,7 rum, 0,707 oder so. Okay, das war der erste Eigenvektor. Dann haben wir den zweiten Eigenwert, Lambda 2 gleich 1. Und da lösen wir dasselbe Gleichungssystem auf, nur dass Lambda jetzt natürlich 1 ist. Dann steht hier a minus 1 mal e2 und Klammern mal v ist gleich 0,2. So, hier ergibt sich folgende Matrix. 2 minus 1 ist 1, 2 minus 1 ist 1 und 1 minus 0 ist auch immer 1. Das heißt, hier kommt die Matrix 1, 1, 1, 1 raus. Und diesen zweiten Eigenvektor nenne ich jetzt, wie gesagt, b. Und das soll 0, 0 sein. Dann erhalten wir folgende beiden Gleichungen. 1 mal w1 plus 1 mal w2 ist gleich 0. Und die zweite Gleichung lautet genauso, weil die zweite Zeile der Matrix mit der ersten identisch ist. Ja, hier sieht man übrigens schön dran, dass diese Matrix nicht invertierbar sein kann. Also eine 1-Matrix, die ist nicht invertierbar, weil es keine Inverse gibt. Und das werden wir auch nachher noch in dem Beweis dieses Theorems benutzen. So, hier soll also, Entschuldigung, habe ich mich verschrieben? Ja. Eine kleine Verständnisfrage, also wir nutzen jetzt hier nur W und V, um das auseinanderzuhalten. Ja. Genau. Was da V1 heißt, heißt hier V, was da V2 heißt, heißt hier W. Und diese Gleichungen sind erfüllt, wenn W1 und W2 entgegengesetzt sind. Ja, also zum Beispiel 4 und minus 4 oder 10 und minus 10. Ich nehme jetzt mal minus 1 und 1. Jetzt haben wir dasselbe Problem. Die Länge dieses Vektors ist nicht 1, die Länge dieses Vektors ist Wurzel 2. Das heißt, wir teilen durch Wurzel 2 und damit hätten wir den zweiten Eigenvektor, der ist also minus 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2. Das wären die beiden Einträge dieses Vektors. Gut. Fragen dazu? Okay. Dann kommen wir zum Schluss dieses Abschnitts noch zu den Eigenwerten positiv definierter und positiv semidefinierter Matrizen. Und zwar lässt sich da Folgendes sagen: Die Eigenwerte, wenn C eine positiv semidefinierte Matrix ist, dann sind alle Eigenwerte von C nicht negativ. Und wenn C eine positiv definierte Matrix ist, dann sind alle Eigenwerte von C sogar positiv. Ja? Sie sehen, dass hier eine gewisse Parallelität besteht zu der Art und Weise, wie wir das definiert haben, nämlich mit diesem x transponiert Cx entweder größer gleich 0 oder größer 0. Wenn Sie da in die Literatur schauen, werden Sie sehen, dass manchmal die Nicht-Negativität der Eigenwerte bzw. die Positivität der Eigenwerte auch zur Definition von Positivdefiniertheit oder Positiv-Semidefiniertheit benutzt wird. Wir haben es anderswo gemacht. Wir haben halt die Matrizen über dieses Produkt hier, x transponiert cx, definiert und stoßen jetzt also auf diese Aussage als in Form eines Theorems. So, das lässt sich recht leicht beweisen. Und zwar haben wir hier eine n mal n Matrix C und einen n-dimensionalen Vektor x, der also der Eigenvektor von C sein soll. Und wir haben Lambda als Eigenwert von C. So, das heißt, wir können die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung aufstellen, die lautet so, C mal x ist gleich Lambda mal x. Die multiplizieren wir jetzt von links mit x transponiert. Dann erhalten wir x transponiert cx ist gleich Lambda mal x transponiert x. So. Und
jetzt greifen wir auf unsere Definition zurück. Wir haben gesagt, eine Matrix ist, ich nehme jetzt mal hier positiv semidefinit, wenn dieses Produkt x transponiert cx größer gleich 0 ist. So. Wenn das größer gleich 0 ist, dann folgt gemäß dieser Gleichung aber daraus auch, dass lambda x transponiert x größer gleich 0 ist. X transponiert x haben wir letzte Woche gesehen als alternative Schreibweise für die Summe der Quadrate aller Einträge eines Vektors. Ja? Das heißt, das ist die Summe über alle x i Quadrat. Das wird natürlich positiv sein, weil wenn man das quadriert und es aufsummiert, kommt was Positives daraus. Das heißt, daraus, dass das Ganze hier positiv ist, folgt auch, dass, Entschuldigung, daraus, dass das Ganze größer gleich 0 ist, folgt auch, dass Lambda größer gleich 0 ist. Für eine positiv semidefinite Matrix und den alternativen Beweis für, also es gibt keine alternativen Beweise, so wie es auch keine alternativen Fakten gibt, aber den Beweis für die Aussage, die hier als 2 genannt ist, erhält man dann, indem man das größer gleich durch ein größer Zeichen ersetzt. Gut. Gibt es Fragen bis hierher? Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle erstmal eine Pause machen. Dann können wir so 5 Minuten durchlüften und machen um 18.17 Uhr weiter. So, haben sich denn jetzt in der Zwischenzeit Fragen ergeben zu dem bisher Gesagten? Nicht. Gut, dann wollen wir weitermachen mit der Orthonormalzerlegung. Und Orthonormalzerlegung ist also gewissermaßen der erste Anwendungsfall der Eigenanalyse. Wir benutzen hier die Theorie um Eigenwerte und Eigenvektoren, um die Diagonalisierung einer Matrix vorzunehmen, bei der uns dann die Diagonalmatrix aller Eigenwerte, eine Diagonalmatrix aller Eigenwerte dieser Matrix angibt. So. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier muss ich jetzt wieder, glaube ich. Ja, genau. Bevor wir das tun, müssen wir kurz noch was über die Eigenwerte symmetrischer Matrizen sagen. Ja? Wenn es, weil Orthonormalzerlegung eben ein Verfahren ist, was auf symmetrischen Matrizen operiert. Und wenn es, also gegeben sei eine symmetrische Matrix S der Größe n mal n, dann gilt erstens, die Eigenwerte der Matrix S sind alle reell, also sind alle reelle Zahlen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Eigenwerte einer Matrix können auch beispielsweise komplexe Zahlen sein. Und die Eigenvektoren zu je 2 verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal zueinander. Das heißt, deren Skalarprodukt ergibt 0. Ja? Auf der nächsten Folie steht jetzt gleich ein Beweis dieses Theorems, bei dem eigentlich nur der Absatz 2 hier gezeigt wird und in dem vorausgesetzt wird, dass die Eigenwerte der Matrix reell sind, weil das eben ein bisschen komplizierter zu zeigen ist. Und da wir ja bereits zuvor, also weiter oben, vereinbart haben, dass wir als Eigenvektoren nur Vektoren der Länge 1 zulassen wollen, folgt aus diesem Satz 2 außerdem, dass die dort angesprochenen orthogonalen Eigenvektoren auch orthonormal sind. Orthonormal, also eine Menge von Vektoren wird orthonormal genannt, wenn sie alle paarweise orthogonal sind, das heißt das Skalarprodukt von 2 verschiedenen Vektoren 0 ergibt, und wenn sie alle die Länge 1 haben. Das ist eine orthonormale Basis. Man spricht da auch oft von einer orthonormalen Basis. Beispielsweise sind die Eigenvektoren, die Einheitsvektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1 eine orthonormale Basis des dreidimensionalen euklidischen Raums, weil sie wechselweise orthogonal zueinander sind und weil sie alle die Länge 1 haben. Das sind also gewissermaßen die Vektoren, die die Koordinatenachsen anzeigen. Okay, den Beweis dafür möchte ich jetzt auch gerne erstmal überspringen, können wir uns nachher anschauen. Wir gehen stattdessen weiter zur orthonormalen Zerlegung einer symmetrischen Matrix.
Also hierfür sei gegeben eine symmetrische Matrix S mit n verschiedenen Eigenwerten. Dann kann diese Matrix S geschrieben werden als Matrixprodukt Q Lambda Q transponiert, wobei Q eine orthogonale Matrix ist und Lambda eine Diagonalmatrix ist. Nur kurz zur Erklärung, das ist ein großes griechisches Lambda. Ja? Das ist also der Großbuchstabe zu diesem kleinen Buchstaben. Wird manchmal auch hier so ein bisschen mit Füßchen geschrieben. Das ist ein großes griechisches Lambda. Und das soll also hier eine Diagonalmatrix sein. Weshalb diese Zerlegung in das Matrixprodukt auch Diagonalisierung von S genannt wird. Und um diese Diagonalisierung zu erhalten, geht man normalerweise so vor, dass man die Matrix Lambda erzeugt, indem man dort die der Größe nach geordneten Eigenwerte von S als Diagonalelement hereingibt und in Q, also als Spalten von Q, die zu diesen Eigenvektoren gehörigen, die zu diesen Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren wählt. Gut. Das kann man auch leicht beweisen. Also wir nehmen jetzt mal an, dass Lambda 1 bis Lambda n die der Größe nach sortierten Eigenwerte von A sind, Entschuldigung, von S sind und dass Q1 bis Qn die zugehörigen Eigenvektoren von S sind. Dann würden wir also so vorgehen, dass wir die Matrix Q erzeugen als n mal n Matrix, deren Spalten durch Q1 bis Qn gegeben sind und die Matrix Lambda wäre dementsprechend die Diagonalmatrix, deren Einträge die Eigenwerte der Matrix sind. So, jetzt ist ja vorausgesetzt, dass das die Eigenwerte und die Eigenvektoren sind. Das heißt, wir können die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung aufstellen für ein beliebiges Paar Lambda I, QI. Ja? Da gilt dann Matrix S mal Eigenvektor QI ist gleich Eigenwert Lambda I mal Eigenvektor QI. Ja, Frage? Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum wir bei einer symmetrischen Matrix genau, also aus R einmal, warum wir da genau n verschiedene Eigenwerte haben. Das ist eine Voraussetzung des Theorems. Also, das muss nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage, aber ich denke mal, eine Matrix kann auch keine Eigenvektoren und Eigenwerte haben, oder? Also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das ist hier vorausgesetzt. Wir gehen davon aus, dass wir eine Matrix haben, der Größe n mal n, und dass diese n verschiedene Eigenwerte haben. Ja, es könnte sein, dass man die Voraussetzung des Theorems auch abmildern kann. Dahingehend, dass. Aber das kann man so interpretieren, dass das mindestens n sind. Ja, also wir brauchen nicht, wir brauchen nur diese n mindestens, damit wir hier unseren Großlambda können. Richtig. Richtig. Genau. Ja. Man kann sicher das Theorem vielleicht dahingehend abnehmen, dass es n verschiedene Eigenvektoren sein müssen. Die können natürlich im Prinzip den gleichen Eigenwert haben. Und diese Diagonalisierung würde immer noch funktionieren. Ich glaube, das würde hier vor allem deshalb gemacht, weil wir die Eigenwerte der Größe nach sortieren wollen. Das ist normalerweise, wie so eine Diagonalisierung dann ausgegeben wird. Im Rechner. Gut. Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung für ein paar Lambda IQ. So. Natürlich können wir das auch für alle Eigenvektoren aufschreiben. Das gilt ja für alle Eigenwerte in Eigenvektoren I gleich 1 bis n. Dementsprechend können wir daraus auch folgende Gleichung machen. SQ1 bis SQn. Also die Matrix, die aus den Spalten SQ1 bis SQn besteht, wäre identisch mit der Matrix
Lambda 1 Q1 bis Lambda n Qn. Ja? Wir haben hier also zwei Matrizen, die jeweils n Spalten haben, und wir haben in die n Spalten jetzt die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichungen reingeschrieben. Hier ist es für Lambda 1 Q1, hier ist es für Lambda n Qn. Gut. Das, was jetzt hier auf der linken Seite steht, ist aber nichts anderes als das Matrixprodukt S mal Q. S ist die symmetrische Matrix, von der wir ausgehen, und Q ist die Matrix mit den Spalten Q1 bis Qn. Ja, wir wissen, multiplizieren von links heißt Zeilen von S mit Spalten von Q. Das ist das, was hier steht. Und hier auf der rechten Seite haben wir auch eine Matrix zu stehen, nämlich Q mal Lambda. Denn, wie wir eingangs bemerkt haben, Multiplikation mit einer Diagonalmatrix von rechts multipliziert die Spalten der Matrix mit den Einträgen der Diagonalmatrix. Und die Einträge der Diagonalmatrix sind die Eigenwerte, Lambda 1 bis Lambda n. Deshalb werden hier die Spalten von Q, Q1 bis Qn, mit Lambda 1 bis Lambda n multipliziert. Ja? Jetzt multiplizieren wir von rechts mit Q transformiert, denn wir wollen ja irgendwie hier hin, zu dieser Diagonalisierung. Und dann erhalten wir hier auf der linken Seite S mal Q transformiert und auf der rechten Seite Q mal Lambda mal Q transponiert. So, Q mal Q transponiert ist, wie wir von vorhin wissen, Einheitsmatrix. Ja, das gilt für orthogonale Matrizen. Und Einheitsmatrix verschwindet aus dem Matrixprodukt, dementsprechend steht hier nur noch S. Und damit haben wir gezeigt, dass sich S also in der beschriebenen Art und Weise diagonalisieren lässt. Das ist schon sehr beeindruckend, was man ja nur mit diesem Formelapparat in der linearen Algebra manchmal alles erschaffen kann. Gut, dann schauen wir uns das Ganze noch am Beispiel an, weil das ist jetzt hier sehr abstrakt mit Variablen. Und wir wollen das ja auch mal anhand einer richtigen Matrix sehen. Wir benutzen dafür die Matrix A. Und wir wissen bereits, dass die beiden Eigenwerte dieser Matrix 3 und 1 sind. Das haben wir vorhin ausgerechnet. Wir wissen auch, die zugehörigen Eigenvektoren sind, ich nenne die jetzt wieder V1 und V2, 1 durch Wurzel 2 mal 1, 1 und 1 durch Wurzel 2 minus 1, 1. Gut, jetzt machen wir das, was wir eben im Theorem allgemein besprochen haben. Wir setzen also Q zusammen aus den beiden Eigenvektoren. Die haben beide denselben Vorfaktor. Das heißt, hier ergibt sich, Entschuldigung, das ist also die Matrix mit den Spalten V1 und V2. Und die haben beide denselben Vorfaktor. Das heißt, hier ergibt sich die Matrix 1 durch Wurzel 2 mal 1, 1 in der ersten Spalte, minus 1, 1 in der zweiten Spalte. So, dann haben wir noch die Matrix Lambda, und das soll eine Diagonalmatrix sein, mit den beiden Eigenwerten als Einträgen. Dementsprechend wäre diese Matrix 3, 0, 0, 1. Ja? Wir sind ja hier im Bereich n gleich 2, wo wir es mit also 2 mal 2 Matrizen zu tun haben. Schön, dann können wir Q Lambda Q transponiert ausrechnen. Dafür schreiben wir mal alles hin. Hier steht 1 durch Wurzel 2, 1, minus 1, 1, 1. Dann Lambda 3, 0, 0, 1. Und dann noch Q transponiert. Q transponiert ist auch 1 durch Wurzel 2 als Vorfaktor, der sich bei der Transposition nicht verändert. Und dann hätten wir hier erste Zeile wird erste Spalte und zweite Zeile wird zweite Spalte. Das heißt, die Matrix Q transponiert wäre 1, 1, minus 1, 1. Dann rechnen wir das aus. Wir werten zunächst mal das erste Matrixprodukt aus.
2 mal 2 mal 2 mal 2 ergibt natürlich eine 2 mal 2 Matrix. Die hat 4 Einträge. Und die 4 Einträge wären: erste Zeile, erste Spalte 1 mal 3 plus minus 1 mal 0 ist 3. Erste Zeile, zweite Spalte 1 mal 1 plus minus 1 mal 1 ist minus 1. 1 mal 0 hätte ich sagen müssen, Entschuldigung. Zweite Zeile, erste Spalte 1 mal 3 plus 1 mal 0 ist 3. Und dann zweite Zeile, zweite Spalte 1 mal 0 plus 1 mal 1 ist 1. So, dann schreiben wir hin, was hier hinter steht. Hier hinter steht 1 mal Wurzel 2 und die Matrix 1, 1, minus 1, 1. Jetzt ziehen wir zunächst mal die Faktoren zusammen. Hier steht 1 durch Wurzel 2 mal 1 durch Wurzel 2. Das ergibt 1, also da kommt ein Bruch raus und über dem Bruch steht Strich, steht eine 1 und unter dem Bruchstrich steht Wurzel 2 mal Wurzel 2. Was ist Wurzel 2 mal Wurzel 2? Melden Sie sich? Nein. Ist einfach 2, richtig. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist einfach 2, weil Wurzel 2 ist die Wurzel aus 2. Und dann haben wir hier noch die beiden Matrizen. Und da haben wir auch wieder eine 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das heißt, wir berechnen erste Zeile, erste Spalte. 3 mal 1 plus minus 1 mal minus 1 sind 4. Erste Zeile, zweite Spalte. 3 mal 1 plus minus 1 mal 1 sind 3, minus 1 ist 2. 3 mal, dann zweite Zeile, erste Spalte, 3 mal 1 plus 1 mal minus 1 wären auch wieder 3 minus 1 sind 2. Und 3 mal 1 plus 1 mal 1, zweite Zeile, zweite Spalte, wäre wieder 4. So, jetzt steht hier 1/2 mal diese Matrix. Das heißt, wir müssen nur noch eine Skalarmultiplikation durchführen. Und dann steht da 2, 1, 1, 2. Und das ist tatsächlich die Matrix A. Einfach magisch, oder? Es funktioniert also wirklich. Gut. Dann können wir diese Einsicht, die wir jetzt gewonnen haben, noch nutzen, um Aussagen zu machen über die Determinante und die Spur einer symmetrischen Matrix. Wenn S also eine symmetrische Matrix ist, mit den verschiedenen Eigenwerten Lambda 1 bis Lambda n, also hier gilt auch wieder das, was wir gerade über das letzte Theorem schon gesagt haben, ja, das ist jetzt eine Voraussetzung, dass sie diese verschiedenen Eigenwerte hat, die kann, muss aber nicht erfüllt sein, dann gilt, dass sie die Determinante von S gleich dem Produkt der Eigenwerte ist und dass die Spur von S gleich der Summe der Eigenwerte ist. Ziemlich crazy, finde ich, weil Determinante hat halt irgendwie was mit dem Inversen zu tun und Spur ist einfach nur Summe der Diagonalelemente. Wie kann es sein, dass sich beides irgendwie auf Eigenwerte zieht? Naja, das kann sein und das ist auch gar nicht so schwer zu zeigen, nämlich wie folgt. Wir betrachten mal zunächst die Determinante von S. Wir wissen, S ist gleich Q mal Lambda mal Q transponiert. Und jetzt wenden wir den Determinanten-Multiplikationssatz an, aber in umgekehrter Richtung. Determinante von Q mal Determinante von Lambda mal Determinante von Q transponiert. So, wir wissen, Determinante von Q und Determinante von Q transponiert sind gleich. Und wir wissen auch, beide sind entweder plus 1 oder minus 1. Ja, das war der Grund, warum wir wohin die Determinante von orthogonalen Matrizen betrachtet. Wenn das jetzt hier beides plus 1 oder minus 1 ist, steht da 1 zum Quadrat oder minus 1 zum Quadrat. Ist beides 1, das heißt, was hier stehen bleibt, ist Determinante von Lambda. Lambda wiederum ist eine Diagonalmatrix und die Determinante einer Diagonalmatrix ist nichts anderes als das Produkt ihrer Diagonalelemente und ihre Diagonalelemente sind Lambda 1 bis Lambda n. Das wäre die Determinante. Dann schauen wir uns noch die Spur von S an. Das ist die Spur der Matrix Q, Lambda, Q transponiert. Wir setzen also wieder
S ein. Jetzt benutzen wir die, vielleicht erinnern Sie sich noch an letzte Woche, zyklische Permutationsinvarianz der Spur, die nämlich besagt, dass wir hier Matrizen, dass wir die Reihenfolge von Matrizen verändern können, aber nur zyklisch, indem wir von vorne nach hinten durchtauschen oder andersrum. Dementsprechend wäre das also die Spur von, ich bringe jetzt mal Q transponiert nach vorne, Q transponiert Q Lambda. So, Q transponiert Q, schon 100 Mal gesagt, ist Einheitsmatrix, gemäß der Definition orthogonaler Matrizen. Das heißt, hier steht Spur von Einheitsmatrix mal Lambda, Einheitsmatrix verschwindet aus dem Matrixprodukt, Spur von Lambda. So, Lambda ist eine Diagonalmatrix mit den Diagonaleinträgen Lambda 1 bis Lambda n. Und die Spur ist die Summe der Diagonalelemente, das heißt, wir haben hier Summe über alle Lambda n. Okay, Fragen bis hierher. Ja, da hat sich eine Frage ergeben. Bitte? Sagt einem die Spur. Die Spur ist die Summe der Diagonalelemente einer Matrix. Nicht mal. Ja, aber was drückt die aus? Kann man davon gebrauchen? Ja, gute Frage. Die Spur, also ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Vorlesungseinheit die Spur relevant sein wird. Also Sie können mal irgendwie Matrix-Normalverteilung googeln. Matrix-Normalverteilung. Und die hat eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion, in der die Spur einer Matrix vorkommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also warum ich ein bisschen stocke jetzt bei Ihrer Frage, weil ich nicht weiß, ob wir die Spur eingeführt haben, weil in einer späteren Vorlesungseinheit wir die Spur im Rahmen eines multivariaten Verfahrens nutzen werden, oder ob wir die Spur nur eingeführt haben, um Aussagen über symmetrische Matrizen zu beweisen, die wir dann aber später brauchen werden für gewisse multivariate. Ja, muss ich Sie leider jetzt auch später vertrösten. Okay, dann kommen wir zur Singulärwertzerlegung. Singulärwertzerlegung ist also nochmal was anderes als Orthonormalzerlegung und hier gehen wir auch wieder davon aus, dass eine Matrix gegeben ist, die wird jetzt hier Y genannt und muss nicht notwendigerweise quadratisch sein. Ja? Das ist also eine N mal M Matrix, wobei N und M verschieden sein können. Könnte zum Beispiel eine Datenmatrix sein mit n Datenpunkten und m Merkmalen, die pro Beobachtung erhoben werden. Dann heißt die Zerlegung y gleich usv transponiert. Singulärwertzerlegung oder auf Englisch Singular Value Decomposition, deshalb auch SVD. Wenn u und v orthogonale Matrizen sind, beachten Sie bitte hier, dass die verschiedene Größen haben werden, wenn n und m verschieden sind. Und wenn S eine Diagonalmatrix ist, beachten Sie hier, dass das nicht notwendigerweise eine quadratische Diagonalmatrix ist, wenn N und M verschieden sind. Die Diagonalelemente von S werden dann die Singulärwerte der Matrix Y genannt. Gut. In R kann man Singulärwertzerlegungen beispielsweise mit SVD berechnen und das werden wir dann nächste Woche im Seminar auch sehen, wenn das zugehörige Seminarblatt vorgestellt wird. Okay, jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen Singulärwertzerlegung und Eigenanalyse, der folgender Natur ist. Für eine Matrix Y mit ihrer Singulärwertzerlegung USV transponiert gilt, dass die Spalten von U die Eigenvektoren von Y transponiert sind, dass die Spalten von V die Eigenvektoren von Y transponiert Y sind. Bedenken Sie bitte, dass das zwei verschiedene Matrizen sind. Y transponiert hat die Größe N mal N und Y transponiert Y hat die Größe M mal M. So, und die entsprechenden Singulärwerte, das heißt die Einträge
der Diagonalmatrix S sind dann die Quadratwurzeln der zu diesen Eigenvektoren gehörigen Eigenwerte. So, was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass es eben einen sehr tiefen Zusammenhang gibt zwischen Singulärwertzerlegung auf der einen Seite und Eigenvektoren, Eigenwerten auf der anderen Seite. Und das im letzten Beweis, schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Zunächst einmal halten wir fest, dass die beiden Matrizen Y, Y transformiert symmetrisch sind. Ja? Also hier können Sie nochmal, hier haben wir nochmal einen Reminder an den Zusammenhang zwischen Matrixmultiplikation und Transposition. Sie wissen ja, wir müssen die beide transformieren und ihre Reihenfolge vertauschen, wenn wir das Produkt transformieren. Ja? Das heißt, hier steht zunächst Y transponiert transponiert und das ist Y und dann steht hier Y transponiert. Das ist dasselbe. Gleichfalls gilt Y transponiert, Y in Klammern transponiert, wieder zunächst die zweite Matrix transponieren, Y transponiert und dann haben wir hier Y transponiert, transponiert, das ist Y. Das heißt, diese beiden Matrizen sind also symmetrisch und haben damit insbesondere Orthonormalzerlegung, ja, weil wir gezeigt haben, dass alle symmetrischen Matrizen Orthonormalzerlegung haben. Die geben Ihnen gewissermaßen so ein Maß für die Stichprobenkovarianz an. Ja? Also wenn jetzt unsere Datenmatrix beispielsweise eine n mal m Matrix wäre, wie es ja auch vorausgesetzt ist, dann wäre also diese Matrix beispielsweise eine m mal m Matrix. Und da m in einer Datenmatrix typischerweise die Anzahl der gemessenen Variablen ist, wäre das also gewissermaßen ein Teil der Kovarianzmatrix, der Stichprobenkovarianzmatrix für die Daten. Gut. Jetzt machen wir aber mit unserem Beweis weiter. Wir wissen also, dass diese Matrizen Orthonormalzerlegung haben und die wollen wir jetzt ermitteln. Wir fangen mal mit Y, Y transformiert an. Wir wissen, dass Y gegeben ist als USV transformiert. Das setzen wir hier einmal ein. Dann müssen wir dieses Matrixprodukt berechnen. Hier vorne steht USV transponiert. Jetzt müssen wir hier wiederum die Reihenfolge der Matrizen umkehren. Dann steht da V transponiert, transponiert ist V, S transponiert und U transponiert. Das zunächst einmal merken wir, dass hier steht V transponiert V. Das ist eine V ist eine orthogonale Matrix, das heißt V transponiert V wird die Einheitsmatrix sein. Das heißt, was hier stehen bleibt, ist U, S, S transponiert U transponiert. Und das schreiben wir um als U, Lambda U, U transponiert. Wobei wir jetzt das hier, S mal S transponiert, zusammengefasst haben. So, dann schauen wir uns Y transponiert Y an. Das ist also USV transponiert. Transponiert und USV transponiert. Dann multiplizieren wir das auch aus. Dabei kommt raus V mal S transponiert mal U transponiert. Und dann USV transponiert. Hier gilt wieder dasselbe. U ist eine orthogonale Matrix, das heißt, hier kommt eine Einheitsmatrix raus und das verschwindet aus dem Matrixprodukt. Dann steht da V transponiert. Entschuldigung, hier habe ich einen Fehler gemacht. V transponiert, transponiert ist natürlich V. V, S transponiert, S, V transponiert. Und das schreiben wir auch wieder rum als V mal Lambda V mal V transponiert. So. Wir bemerken jetzt Folgendes, U und V sind orthogonale Matrizen und Lambda U und Lambda V sind die Produkte zweier diagonalen Matrizen. Und das Produkt zweier diagonalen Matrizen ist wieder eine Diagonalmatrix. Das heißt, wir haben gezeigt, dass das hier Singulärwertzerlegungen, Entschuldigung, orthonormale Zerlegungen der Matrizen
Y, Y transponiert und Y transponiert Y sind. Und damit folgen die weiteren Aussagen des Theorems, dass nämlich insbesondere die Spalten von U, die Spalten von V, die Eigenvektoren dieser Matrizen sind. Gut. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann werfen wir jetzt noch kurz einen Blick auf die beiden Beweise, die ich erstmal ausgespart habe. Das waren einmal hier die Berechnung von Eigenvektoren und Eigenwerten, das war dieses Theorem. Und dazu gehen wir zunächst nochmal zurück zur Eigenvektor-Eigenwertgleichung. Wir haben hier eine n mal n Matrix A und ein n mal 1 Vektor V. Hier haben wir ein Skalar, das ist eine Zahl, und eine n mal 1 Matrix. Das heißt, wir sehen schon mal, hier kommt tatsächlich auf beiden Seiten etwas von der Größe n mal 1 raus. Alles korrekt. Jetzt subtrahieren wir mit Lambda mal V. Dann erhalten wir folgendes: A mal V minus Lambda mal V ist gleich 0 Vektor 0 n. Und jetzt können wir ausklammern, hier wird in beiden Fällen von rechts mit V multipliziert, indem wir schreiben A minus Lambda I n mal V ist gleich 0 Vektor 0 n. So. Wir wissen, dass der Eigenvektor V eine Lösung für diese Gleichung ist, gemäß Voraussetzung. Wir sehen aber auch, dass der Nullvektor eine Lösung dieser Gleichung ist. Wenn wir hier den Nullvektor einsetzen, dann erhalten wir auf beiden Seiten den n-dimensionalen Nullvektor. Das heißt, es gibt hier mindestens zwei Lösungen für diese Gleichung, nämlich den Eigenvektor V und den n-dimensionalen Nullvektor. Das bedeutet aber, dass die Matrix A minus Lambda I n nicht invertierbar ist. Denn wäre sie invertierbar, dann hätten wir hier eine eindeutige Lösung für diese Gleichung. Dann könnten wir von links mit A minus Lambda I n invers multiplizieren und würden die Lösung für V erhalten. Diese Matrix ist nicht invertierbar. Was wissen wir über die Determinante einer nicht invertierbaren Matrix? Bitte? Dass sie 0 ist. Richtig, dass sie 0 ist. Das heißt, wir wissen, alle Eigenwerte erfüllen diese Gleichung hier und das ist das, was dann im Theorem als charakteristisches Polynom bezeichnet wird, von dem wir die Nullstellen suchen. Ja? Und wenn wir jetzt einmal die Nullstellen gefunden haben und die mit Lambda I Stern bezeichnet sind, dann können wir eben diese Gleichung nochmal hinschreiben. A minus Lambda I Stern I n in Klammern VI. VI Stern ist jetzt also der zu diesem Eigenwert gehörige Eigenvektor. Und wenn er diese Gleichung erfüllt, dann ist er ein Eigenvektor von A, basierend auf derselben Argumentation, die wir hier oben gemacht haben, als wir die Eigenvektor-Eigenwertgleichung umgestellt haben. So, das ist der Grund, warum man auf diese Weise, wie wir das getan haben, Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen kann. Dann gab es noch einen zweiten Beweis, den ich übersprungen habe, das war dieser hier, über die Eigenvektoren symmetrischer Matrizen und dass sie orthogonal sind. Das kann man wie folgt zeigen. Wir nehmen uns zunächst mal einen Eigenwert und Eigenvektor Paar Lambda I QI und transponieren jetzt diese Gleichung. Dann erhalten wir QI transponiert, wir müssen die Reihenfolge umkehren, S transponiert ist gleich Lambda I mal QI transponiert. S ist eine symmetrische Matrix, das heißt, ihr transponiertes ist gleich S. Jetzt multiplizieren wir von rechts mit dem Eigenvektor QJ, also einem anderen Eigenvektor. Dann erhalten wir QI transponiert S QJ ist gleich Lambda I QI transponiert S.
Das merken wir uns einmal und stellen jetzt diese Gleichung, die Eigenvektor-Eigenwert-Gleichung, noch einmal für ein zweites Paar von Eigenwert und Eigenvektor auf, Lambda J, Q J. Jetzt multiplizieren wir von links mit QI transponiert und dann erhalten wir QI transponiert S, QJ ist gleich Lambda J mal QI transponiert QJ. So, was beobachten wir? Wir beobachten, dass wir hier auf der linken Seite zweimal das gleiche zu stehen haben, nämlich QI transponiert S, QJ. Demzufolge muss auch das, was auf der rechten Seite steht, gleich sein. Sprich, diese beiden Sachen hier. Lambda I mal QI transponiert QJ ist gleich Lambda J mal QI transponiert QJ. So, wir hatten bereits vorausgesetzt, dass Lambda I und Lambda J verschiedene Eigenwerte sind. Ja? Außerdem haben wir vorausgesetzt, dass QI nicht der Nullvektor ist, weil Nullvektoren zählen nicht als Eigenvektoren. Und QJ ist auch nicht der Nullvektor. Daraus folgt, dass diese Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn QI transponiert QJ 0 ist. Ja? Wir haben hier eine Gleichung der Form A mal C ist gleich B mal C. Und die einzige Art und Weise, diese Gleichung zu erfüllen, ist, dass C 0 ist, wenn A und B verschieden sind. Demzufolge folgt, dass QI transponiert QJ gleich 0 ist. Das heißt, das Skalarprodukt zweier verschiedener Eigenvektoren ist 0. Und das bedeutet, dass die beiden Vektoren orthogonal zueinander sind. Gut. Gibt es dazu nochmal Fragen? Oder auch zu dem, was wir unter der Überschrift Singulärwertzerlegung besprochen haben. Ja, also das sind Themen, die vor allem dann im Zusammenhang mit kanonischer Korrelation und Hauptkomponentenanalyse, also Dimensionsreduktion, wichtig sein werden. Gut, dann erinnere ich Sie nochmal daran, ich habe hier jetzt in den Selbstkontrollfragen fehlen diejenigen zu speziellen Matrizen, die befinden sich in den Vorlesungsfolien von Einheit 2. Ja? Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann sehen wir uns nächste Woche zum Thema multivariate Normalverteilung. Okay? Danke.